So, auch als Let's Play. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sind zurück und Vanni ist auch am Start. Servus. Und wir sind übrigens gerade im Livestream nach Scum. Wo ich chlorreich die 150 Ruhmpunkte, nee, 154 Ruhmpunkte zu erreicht habe. Und ich bin nicht gestorben. Das muss man das auch stimmt, ja. Und das nach dem Urlaub. So, ich bin schon mal drin. Wir müssen jetzt gucken, dass Vanni wieder nachspawnt. Wir haben Tag 5, 12.46 Uhr. Oh, das könnte mit der Horde sogar was werden. Mal gucken. So, du sagst mir Bescheid, wenn du da bist, dann... Ah, nee, ich kann dich jetzt schon einladen. Einladungsraus. Ja, ich bin da, ich warte auf deine Einladung. Oh Gott, im Gegensatz zu Scum ist das Spiel so schnell. Alter. Okay. Gut. Vanni war jetzt eine Woche weg. Ich habe eine Woche logischerweise diesen Spielstand zumindest nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr, was für Bücher wir haben. Vanni ist super organisiert und wird diesmal sogar mitschreiben. Ja. Deswegen. Aber... Ach, ich habe übrigens auch gedacht, was ich... Also ich habe auf jeden Fall vom Landleben Wochen habe ich und dann wird es sich ja auch anbieten, wenn ich auch irgendein Skill mit wegen Fleisch sammeln und so weiter. Nee, Fleisch sammeln ist Skill, brauchst du nicht. Okay. Jäger oder so weiter, das kannst du schwenken. Bergbau habe ich nichts. Sammler, glücklicher Sammler habe ich. Das ist wegen dem, genau wegen dem Schraubenschlüssel, den ich habe. Ich bin bei Speere und Handfeuerwaffen, habe ich genommen. So, ja, du hast Maschinenpistole, glaube ich. Ja, ich habe Maschinenpistole. Boah, das ist so schnell. Lieb, komm schon, geh auf. Dann schreibe ich nämlich direkt mit, dann müssen wir nicht jedes Mal rein. So, wir haben, wo sind wir insgesamt? Nee, kein Kreativmodus. Achso, warte, ich muss Vanni eh wieder einladen. Verbündete. Nee, hast du... Nee, ich muss sie in-game dann wieder. Das haben wir das letzte Mal vergessen gehabt. So, Handelsrute öffnen 2,2 Kilometer Entfernung. Wir sind bei 5 von 10 Questpunkten. Das heißt, wir werden jetzt dann nochmal zum Trader gehen, werden noch eine Quest gleich machen. In der Nacht werden wir dann bauen. Ich frag mich. Oh, wir müssen die Hordefalle bauen. Wann kriegen wir hier bei dem Trader eigentlich das Fahrrad? Weil im Singleplayer habe ich es recht zügig gekriegt. Nach 10 Quests eigentlich. Okay. Ach, und ja. Da war dieses Lustige, dass du auf einmal am Tag keine Quests mehr annehmen konntest, ne? Ja, das ist jetzt mittlerweile, haben sie es übrigens per Patch auf 4 gesetzt. Kann man aber individuell einstellen. Bei uns steht es jetzt gerade auch auf 4. Ich habe es ja jetzt nicht verändert. Ah ja, Rüstung habe ich auch gebaut, glaube ich. Yo, oh, Stufe 5 schon. Dumm bist du. Was hattest du gerade noch? Ja, was? Was hattest du noch? Du hast auch... Speer. Speer, Pistole... Und du hast auch Mechanik, glaube ich, ne? Warst du Mechanik? Ich war Heilung. Das weiß ich noch. Warte. Bücher. Wo ist es denn? Also, ich habe Reparaturwerkzeuge. Sammelwerkzeuge. Speere. Gut, ist logisch. Handfeuerwaffen. Oh, Schrotflinten war ich auch, okay. Ja, stimmt. Ich hatte wirklich nur die Maschinenpistole. Gewehre habe ich auch. Rüstung. Ja, habe ich schon. Medizin 4. Ich glaube, bist du da weiter? Ich muss mal gucken. Elektrik 4. Arbeitsstation war ich. Da bin ich bei 9. Arbeitsstation genau. War definitiv dann ich. Aber Vanni ist da. Trick, Arbeitsstation. Gruppe. Verbündet. Entfernen. Gruppeneinladung müsste raus sein. Ja. Moment. So, Spielstadium 18, wie niedlich. Du bist hungrig, deine Ausdauer wurde verringert. Jo. So, wir sehen uns jetzt, ne? Jo, ich bin auch hungrig. Aber wir können uns davon schon was reinziehen. So, Vanni, ich würde sagen, bevor wir jetzt großartig was machen, machen wir ein Inventar leer, wenn es noch nicht leer sein sollte. Achso, ja, warte, dann warte. Bögen habe ich 3, da habe ich überall 1. Medizinisch bin ich 6. Dann bist du Medizin. Nahrung bin ich 9. Ja. Gott, ich muss sowas von dringend leveln, ne? Ach, guck mal, ihr putzelt eh Zeug durch. Vanni, guck mal hier in der Kiste, in der oberen Kiste, hinter dir, da ist ein Maschinengewehr drin, falls du ein schlechteres hast oder keine Ahnung. Ich hab Maschinengewehr. Gar keins. 2. Oh, aber da ist noch eine Mod drin. Warte, die muss ich mir rausziehen. Jo. Wassersammler ist noch leer, der auch. Okay, Vanni, wir haben mehrere Missionen heute auf der Liste. Ich habe da mal nichts vorbereitet.
Moment, Moment. Warte. Dann schmeiß ich die da oben wieder rein. Hier gehe ich auf Verändern. Was ist besser, das oder Scum? Beide Spiele kannst du nicht miteinander vergleichen. Und besser oder schlechter, keins von beiden tatsächlich. Beide Spiele haben bei mir 700 Spielstunden. Was für meine Verhältnisse unglaublich viel ist. Also es lohnt sich beide Games definitiv. Übrigens, nächste Woche verlose ich A, ein Scum Game Key und B, ein 7 Days to Die Scam Key, weil ich habe zwei Keys bekommen tatsächlich für Scum und für 7 Days und ich möchte gerne in die Community ausschütten. Ich wollte es eigentlich heute schon machen, aber ich habe sie tatsächlich nicht da liegen. Ich habe sie leider vergessen. Der USB-Stick liegt nur in der Firma. Ja, ich bin durstig. Ah ja, was trinken könnte ich auch. Aber Wanni, wir müssen dann los, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, ja, ansonsten muss ich einfach mal zwischendrin drauf gehen, dass das alles voll ist. Nein, bloß nicht. Wir haben mehr als genug Essen, Trinken, Nahrung, allen drum und dran. Vor allem, du verlierst jedes Mal, wenn du drauf gehst, massenweise Erfahrungspunkte plus Lebenspunkte und so weiter. Das ist eher scheiße. Okay. Da muss ich mal eben kurz. Der Malus ist nicht ohne, den du hast. So, lass mal dann Richtung Händler gehen, dann nehmen wir eine Quest an. Ich bin ja im privaten Let's Play schon viel, viel weiter mittlerweile. Wobei, ich bin tatsächlich erst Tag 7, aber ich bin tatsächlich von der Ausrüstungsstufe her das Achtfache. Plus. Ja, im Singleplayer bin ich auch schon deutlich weiter. Ja. Plus, du hast ja schon eine AK hab und so weiter. 2577 Stunden in Scum. Holla, ihr Walfel. Ein bisschen Neid kommt auf, so viel Zeit werde ich in meinem Leben nie haben. Zumindest nicht mehr. Die Zeiten sind rum. Hab ich da noch? Ödland Schatzband 4 brauche ich für Mineralwasser. Okay. Beseitigt. Ödland Band 4. Okay. Vergrabene Vorräte. Wir nehmen die. Ja, komm, wir nehmen die vergrabenen Vorräte 500 Meter. Hast du die Quest auch? Andi, warte mal, doch, hast du auch bekommen. Dann nehmen wir die vergrabenen Vorräte, weil wir brauchen Lehm gleich ganz viel. Oder in der Nacht ganz viel, weil Hordenfalle. Ja, okay. Wir laufen dann schon mal zum Fragezeichen. Man muss allerdings auch sagen, wir sind jetzt erst Spielstadium 20. Ich erkläre es dann gleich nochmal. In der Nacht kann ich das machen, was das auf sich hat. Die Horde wird sehr easy. Ich glaube, im Singleplayer habe ich es tatsächlich geschafft, bei der ersten Horde zweimal zu sterben, aber einmal, weil ich selber in meine Stachelfalle reingerannt bin. Du bist auch ins Gamm durch Stacheldraht draufgegangen. Ja, es zeichnet sich ein Muster ab. Aber danach kam keine Welle mehr. Ja, ja, das ist so. Ach, echt. Da steht noch einer neben dir, Mann. So. Stein. Manni findet Stein. Warte mal ganz kurz. Batschapitis. Den haben wir schon geloot, oder? Ja. War ja klar. Oh, da bin ich wieder. Ja, okay. Boah, Stufe 4 hat das Gebäude. Das ist aber krass. Stufe 4er Gebäude, Holly Waldfee. Wo bist Warte, du allein? Ist das säubern, hast du genommen? Nee, vergrabene Vorräte, wir müssen woanders hin. Aber ich bin gerade in dem oder neben dem Gebäude mit Stufe 4. Viel Spaß. Nee. Nicht mit dem Billigspeer. Andreas, guten Abend. Warte, ist das ein Zombie oder bist du das? Ah, das bist du. Okay. Hallo. Zerleg gerade Autos. Spaß? Nein, geht nicht. Ah, nee, kommen wir nicht hoch. Warte mal, wir müssen ausruhen. Ah, das hier ausruhen. Stufe 4 Gebäude können wir echt liegen lassen. Ich sammle immer Stein, weil wir das für die Aufwertung. Das brauchen. Ist korrekt.
Das sind auch so Sachen, die können wir nachts erledigen. Das meiste zumindest. Steinfarmen, Cobblestone herstellen und so weiter. Wobei, ein bisschen was kann man nebenbei schon herstellen. Ja, ich habe gelernt, nachts zu farmen. Ist nie eine gute Idee bei mir. Ja, es geht. Du musst so vorher die Zombies wegräumen. Womit wir beim Kernthema wären. Ach so, und sobald wir das haben, brauche ich für Mineralwasser, Chrysantheme, Goldrute und Kohle. Kohle brauchen wir eh noch Tonnen über Tonnen für Munition. Mhm. Bist du da? Ah ja. Ja. Dann brauchen los. Wir aber, ja. Wir brauchen eigentlich nur ein oder zwei von den Kohleadern. Hast du die normale App? Allein für die Munition brauchen wir ewig. Ja, hast du die normale Map genommen? Wie normale Map? Die Standard-Map bei... Nee, ich habe eine eigene, random generiert. Okay. Standard ist langweilig. Oh, ich glaube, hier brauche ich eigentlich nicht zu buddeln. Drei tief müssen wir mal buddeln. Ja, ich, wenn du schon tief buddelst, mache ich mal eben kurz außenrum, dass wir auf jeden Fall wieder raushüpfen können. Da ist es sehr gut. Ah, guck. Oh, hier. Ah ja, kommen schon die ersten. Ist übrigens Zufall, ob welche kommen oder nicht welche kommen. Du musst aufpassen, dass du nicht zu weit wegrennst, weil Questbereich 25 Meter. Frage. Bam. Haben wir PvP an oder aus? Warte. Ich glaube nicht. Okay. Ich hab's probiert. Stell dir vor, PvP, yo. Ja. Hier bei 7 Days. Ist geil, wenn eine Horde kommt oder so. Ja. Im Singleplayer muss nach dem Tod im Blutmond einmal das Spiel neu laden, dann läuft der Blutmond wieder an. Ah, okay. Ja. Wieso habe ich keine Alerts? Sind wir jetzt eigentlich schon drei tief? Lumbi, danke fürs Follow. Warum wird mein Alert nicht angezeigt? Ah, weil er außerhalb der Map ist. Darf ich nicht. Jetzt geht's. Danke, Lumpi. Vielen, vielen Dank. Oh, hier. Ich hab's einfach nochmal abgespielt. Hast du es schon? Nee. Was heißt hier? Nein, hier ist doch nichts. Nein, aber hier habe ich gerade die Nachricht gekriegt, du näherst dich dem Schatz. Was? Du kriegst Nachrichten, wann du dich dem Schatz näherst? Ja. Was? Eine Benachrichtigung, du näherst dich dem Schatz. Oh. Und so ein Plinggeräusch und du näherst dich dem Schatz. Ach so, wenn sich der Ring verkleinert. Gefunden. Warte. Okay. Kochen ist drin. Nimm alles mit. Du musst, glaube ich, ja sowieso auch mitnehmen. Ja. Guck mal, Quest, oh. Da sind aber viele. Wir sind am Questlimit tatsächlich auch jetzt schon. Boah, es sind doch echt viele. Olle, die Waldfee. Also ich bin am Questlimit, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich hab die Nachricht noch nicht gekriegt. Ah, okay. Achso, doch, ich bin auch Questlimit. Ah ja, dann passt. Dann können wir nämlich die restliche Zeit jetzt des Tages nutzen, um zu farmen. Lass die arme Bunny, du! Das darf nur ich hier. So, dann nehmen wir gleich Stein mit. Okay. Haben wir eh den ganzen Tag nämlich Zeit. Dann bauen wir jetzt die Hordefalle. Ja, ich hab Hunger. Wir haben übrigens, Tageszyklus ist bei uns 90 Minuten eingestellt. Ich spiele tatsächlich im Singleplayer, habe ich 120 eingestellt. Weil mit 90 ist es schon relativ schnell. Allerdings sind wir halt zu zweit auch hier, deswegen ist es okay. Sonst würden wir viel zu lange brauchen und wir machen das hier nur wegen den Livestreams. Blei aber auch schon? Nö, brauchst du nicht. Aber 120 ist, ja, würde ich für Singleplayer empfehlen, für Multiplayer dauert es zu lange. Außer ihr habt sehr viel Zeit. Wie sieht's mit Eisen aus? Nee, auch nicht. Wir brauchen nur Stein, Lehm im Moment. Holz, wobei Holz haben wir eigentlich, glaube ich, müssen wir genug haben. Sammelholzhaus von abgeschlossen, cool. Mussten mal gucken.
Nee, Rest passt eigentlich. Guck, dass du Richtung Händler auf jeden Fall schon mal kommst. Da können wir dich gemeinsam dann losziehen und bauen schon mal die Falle auf. Ah, hier ist ein Hundezwinger, das ist immer kein gutes Zeichen. Es ist ja nicht gut. Hallo. Oh, eine Feuerwehr. Wir haben auch eine coole Stadt hier eigentlich. So, ich nehme noch mal ein paar Autos mit. Habe ich schon wieder den Questpunkt, Fähigkeitspunkt. Nope. Ich habe einen noch. Ich gucken. Wir könnten auch mal, als wir es jetzt nicht gemacht haben, mal gucken, ob wir noch ein paar Beete anlegen können. Ja, können wir definitiv auch. So, ich habe wieder einen Motor rausbekommen. Sehr geil. Und eine Autobatterie, Stufe 3. Die können wir aufheben fürs Minibike, wenn es dann irgendwann kommt. Wobei, wir haben noch nicht mal ein Fahrrad. Wenn wir hier irgendwo in der Stadt dieses Haus mit Korn haben, oder Korn, Korn, Bier, Bierkorn, da ist der Supermais, glaube ich, drin. Hm. Wenn, zumindest auch, wenn es hier bei den zufällig generierten Maps so ist. Okay. Da, wo auch Grace mit bei ist. Wenn du dich noch erinnerst. Grace? Das Riesenwildschwein. Ach so, ah ja, toll. Oh. Ja, ich erinnere mich. Aber die ist ganz unten. Der Supermais ist, wenn es hier auch so ist, am Anfang. Obwohl, Händler. Erstmal Händler. Treffer! Im zweiten Schuss. Ich bin nicht stolz auf mich. Wahrscheinlich finde ich es inniger. Doch, da. Ich habe Fleisch gefunden. Fleisch. Fleisch. Fleisch? Fleisch. Auto. Ich bin schon beim Händler, Manni. Ich näher mich langsam. Ich muss looten. Oh, Kleber. Das ist gut. Oh, Zombie. Ein Kleber-Zombie? Oh, aber hier ist... Da warst du berührt. Ich kann schon mal Pflasterstein herstellen, ein bisschen. 32, nein. Ich bring auch noch. Irgendwie, ich hör den Zombie durch dein Mikrofon schreien. Die arme Sau. Ja, weil ich jetzt halt wieder mit dem Steam Deck spielen muss. Hallo Traderchen, hallo Rekt. Well, if you got money, 30? Hä? Oh, haben die das reduziert? Das waren noch 60 Kugeln, jetzt kriegen wir noch 30 Kugeln. What? Das ist gemein. Das Eisen. Oder 5 Kleber. Na komm, wir nehmen die 30 Kugeln, kann man die bisschen rumballern. Anything smart and you'll get a new start. Modifikationen. Nope. Nope. Mal gucken, was er zu verkaufen hat. Kochrezept hätte er. Wiring. Shotgun. Der große Kuh. Verstohlener Sprint. High Noon. Beineschuss. Egal. Erntewerkzeug. Weiß ich nicht. Bücher kaufen. Ah, müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir werden den Motor können wir auf jeden Fall nochmal verkaufen. Wir werden definitiv noch welche kriegen, bevor wir irgendwie in die Nähe kommen. Dass wir das Minibike haben. Das Kochbuch kriegt Vanni gleich. Kochen. Eine Plane. Für 1500. Die wäre eine Überlegung wert. Rüstungsteile. Was? Die brauchen wir später. Ein Chili Dog. Ich kaufe mal einen Chili Dog. Manni, ich schmeiß dir hier mal eine Zeitschrift hin für Kochen. Und okay. 30 Kugeln. Molotow, Cocktail, Munition, Bauplan, beschwerte Kopfmod, Handgun-Magazin, like Kohle, 200 oder 5 Kleber. Was für Munition? Molotow, Cocktail, Munition.
Ach so, nee, dann nimm die Bücher oder irgendwas anderes. Handgun-Magazin? Ja. Ja, oh ja, ich hab Hand. Ja, ich hab Handfeuerwaffen. Nimm das. Oh, okay. Mhm. So, da sind die und da ist das. Wo bist du? Wieder zu Hause. Okay. Wo bist du? Sag mir, wo bist du? Da hom. So. Dann. Ach, schon wieder falsch gerannt? Wir müssen unbedingt mal Loot richtig sortieren. Mhm. Halt, verkaufen Zeug ist hier drin. Hä, du hast. Wo hast du die Schatzkarte her? Die hatte ich im Inventar. Oh, cool. Eigentlich war der was respawnt? Respawnt hier eigentlich der Loot, wenn wir hier unsere Base. Hast du das auch bekommen? Nee. Ich glaube tatsächlich, dass wir die nicht teilen können. Oder kannst du da was tun? Nee, warte. Zeig's angenommen. Nee, du musst. Nee, leider nicht. Serienbelohnung keine. Aber es ist 1 Kilometer entfernt, da braucht man erst das Fahrrad zu. Ich hab Honig gefunden. Honey. Folgendes. Ich hab Kartoffelsaat. Okay, wir müssen jetzt Folgendes tun. Wir brauchen da oben, gehe ich hin. Wir suchen uns jetzt eine Stelle, wo wir. Du schwebst bei mir, cool. Achso, warte. Warte. Nicht weggehen. Moment. Du schwebst in der Luft. Turani, guten Abend. Schönen guten Abend. Danke. Folgendes. Wir brauchen Steine, wir brauchen Lehm. Mhm. Der Rest ist tatsächlich irrelevant. Ja, der Rest ist irrelevant. Also einmal die große Farmrunde. Ah, Moment, ich brauche nochmal wieder was zu essen. Da sehe ich dich einfach nur am Rand laufen. Doch, flitzt da. Oh. Das trübe Wasser mache ich aber mal eben kurz. Bam. Moonwalk Vanny. Ja, Vanny kann das. Haben wir überhaupt. Ja, doch, da haben wir Felder. Mais ist im Anbau, Kartoffeln ist im Anbau. Ja, die brauchen noch. Also morgens sind sie fertig alle. Mhm. Was hast du gesagt, brauchen wir? Stein und Lehm. Lehm in der Erde buddeln, Stein abbauen. Mhm. Ja. Das ist erstmal das Wichtigste. Dann können wir nicht die Hordenfalle hier hinsetzen. Mhm. Dann gucken wir mal. Wir haben ja keinerlei Zeitdruck. Deswegen können wir uns schön Zeit lassen. Aber Tag 7, die Falle müsste soweit stehen. Wobei wir eine sehr billige brauchen. Die würde jetzt nicht mega viel Material verschlingen. Ah, das Schlimme ist, eigentlich müssten wir auch noch wieder looten gehen, damit wir noch einen dritten Dings kriegen. Einen dritten Wasserspender, ne? Weil allerspätestens, wenn wir wirklich anfangen zu kochen. Nee, wir müssen nur die Plane. Kannst du mal gucken, bist du noch zu Hause bei uns? Ja. Mach mal die Wasserspende auf und guck mal, ob wir eine Plane drin haben. Die Plane verkauft der Händler für 1500, dann kriegen wir nämlich die doppelte Menge raus am Wasser. Hier haben wir eine Plane drin. Da haben wir auch schon eine Plane drin. Ah, die Planen sind drin? Mhm. Dann müssten wir eigentlich die zweifache Menge fast rauskriegen. Ja, dann bauen wir noch eine, dann brauchen wir ein bisschen Plastik. Nee, aber das müsste eigentlich auch reichen. Zwei. Ja, ich sag mal allerspätestens, wenn wir anfangen zu kochen. Weil da brauche ich dann halt auch Wasser zum Kochen. Ja. So. Ich habe mir einen Chili-Hotdog gekauft. 53 now. Alright. Schön ist, ich habe hier einen großen Stein gefunden, den man abbauen kann. Kümmerst du dich um Lehm? Achso, ja. Dann mache ich hauptsächlich Stein, weil ich habe hier echt einen großen Stein, da kann ich ordentlich was abbauen.
Wir brauchen nicht mega viel. Ich würde eine kleine Falle bauen. Gut, wir müssen zu zweit reinpassen, aber das kriegen wir hin. Und sonst Munition haben wir, glaube ich, genug. Und selbst wenn im Speer... Was hast du als Nahkampfwaffe? Ach, den Knüppel. Den Knüppel. Da ist auch schon die Stachelmod mit drin. Ja, das passt dann. Die erste Horde, wir sind jetzt auf Games. Ich erkläre mal kurz die Game Stage. Also, wenn man auf Spieler geht, sehen wir Spielstadium. Spielstadium ist Game Stage. In Deutsch Spielstadium. Ich bin bei 19, Manni ist bei 14. Das gibt letztendlich an, wie schwer alles um uns herum ist. Das heißt, wie schwer sind die Puppets, die uns angreifen. Wie schwer sind die Zombies, die uns angreifen. Wie schwer ist die Horde. Wie schwer sind die Zombies im Gebäude und so weiter und so fort. Wenn man jetzt das Biom wechselt, wir sind momentan im Kiefernwald, da ist der Multiplikator auf 0. Das heißt, wechseln wir jetzt das Biom, das nächste Biom, was wir bekommen werden, ist das verbrannte Biom. Da ist der Multiplikator mal 1 oder mal 2 eigentlich. Also mal 1 geht ja nicht, weil 1 mal 1 ist, ja, ihr wisst schon. Oder 1 mal 100 ist 100. 2 mal 100 ist 200. Jetzt habe ich mich verfranst. Aber so wird das Ganze dann gerechnet. Zusätzlich ist es so, manche Quests, beispielsweise befallenen Quests, hauen diesen Multiplikator auch noch um. Sobald man die Quest annimmt, wird der Multiplikator erhöht. Also die Game Stage wird erhöht um 120 beispielsweise bei einer befallenen Quest. Das heißt, ab da spawnen dann auch Puppets oder Zombies mit gelben Augen, Wilde, Springer, Polizisten und so weiter und so fort. In unserem Spielstadium ist zählt immer das Höchste. Das heißt, wir sind zusammen in einem Team. Das bedeutet, das höchste Spielstadium zählt, das heißt die 19, die ich habe, sind relevant für die Horde dann auch. Das ist auf einen gewissen Umkreis gelegt und somit, ja, werden wir dann aber trotzdem eine recht entspannte Horde haben. Da wird kein einziger Hund dabei sein, da wird kein einziger Geier dabei sein. Da werden nur ganz normale Zombies dabei sein, ohne dass ein Feraler dabei ist mit gelben Augen, die mehr Leben haben. Und wahrscheinlich wird ein, zwei, wenn überhaupt, dicke dabei sein. Der Rest wird alles ganz normale, dünne Zombies sein. Das heißt, wir haben es relativ easy. Aber das ist so ziemlich grob erklärt, was die Game Stage ist. Wer es genau wissen will, kann das ganze Ding mal googeln. Gibt tatsächlich was im Internet zu finden darüber, wie es exakt aufgebaut ist. Das Ding ist allerdings knapp 2 Seiten lang, aber das könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr möchtet. So, 0,5. Ja, kann auch sein. Also, mal 0,5, 1,5 und 2 und so weiter und so fort. Man sieht es halt. Immer hier einfach reingucken. Geht auch um Singleplayer übrigens, dass man sich das Spielstadium anzeigen lässt. Ist interessant, vor allem wenn du das Biom wechselst oder wenn du eine Quest annimmst, wie es steigt. Wie gesagt, gerade bei Befallenen hast du normalerweise über 100. So, ich habe jetzt 500 Steine manchmal. Ich nehme noch ein bisschen... cool, 2 Nitratadern. Ich nehme noch Nitrat mit, dann können wir noch ein paar Beete bauen. Jo, wobei meistens scheitert es da ja einfach am Verrotten und Fleisch. Ich glaube sogar Nitrat. Verrotten müssen wir ein bisschen was haben. Ich habe immer wieder eingesammelt. Oh, okay. Ich glaube Nitrat ist tatsächlich momentan das... Ich sollte die Felder bauen, ne? Weil ich habe entsprechend geskillt, dass ja, mir das nicht mehr ja, so ja. teuer ist. Ich habe auch noch einen Skillpunkt, vielleicht. Ich muss mal gucken, ob ich da schon weitermachen kann. Guck auch mal, dass du was in Knüppel investierst und in vor allem auch Maschinenpistolen, damit du da besser wirst. Weil die Skiller, die Skills bringen tatsächlich sehr viel. Ja. Obwohl Knüppel habe ich, glaube ich, schon geskillt. Ja, aber immer mal wieder da Punkte reinsetzen. Also es bringt echt viel. Ja. Ja, ja, ich muss hier bei uns in diesem Player muss ich echt noch mehr skillen. Das heißt, ich muss vielleicht auch mal in ein, zwei Häuser rein. Da kriegst du ja auch Zeitschriften. Ja, das kommt alles automatisch. Wir haben uns ja am Anfang sehr viel Zeit gelassen, allen drum und dran. Du musstest auch jetzt ins Spiel finden. Ja. Aber wir haben keinerlei Zeitdruck von dem her. Wir sind jetzt Tag 5. Alles im grünen Bereich. Das Schöne ist, dass man hier mit dem Abbauen ja auch noch skillt. Ja. Oh Gott, nicht genug Ausdauer. Das Einzige, was mich aufregt, ist der Hunger und der Durst. Oh, ja, der ist ein bisschen, das bisschen höher. Ja, das Problem ist halt, dass wir auch noch nicht die Stage erreicht haben, wo man sagen kann, ich kann zwischendurch zumindest mal gescheites Essen kochen, was dann halt auch ein bisschen Nahrung gibt. Ja, aber das sind wir relativ schnell, Mann. Also wenn du es darauf anlegen möchtest, das können wir innerhalb von einem halben Tag erreichen. Dann legen wir es einfach darauf an. Das ist nicht das Problem. Aber wir können uns so über Wasser halten, dass das eigentlich reicht.
Weil notfalls kannst du mit den Tukes, die wir sammeln, kannst du auch beim Händler noch nachkaufen. Auch in den Automaten, die ja da stehen, da kannst du Zeug kaufen, Nahrung kaufen. Und wenn es ganz scheiße läuft, nehme einfach die Gebäude wie eine Farm oder sowas, wo du tatsächlich Essen rausholst. Mhm. Ja. Dann machst du einfach ein Gebäude ohne Quest, wo du aber weißt, was du kriegst. Beispielsweise auch, mega geil, die Folge kam, glaube ich, heute. ATMs beispielsweise. ATMs, Geldautomaten in dem Spiel, dauern zwar ewig aufzuknacken mit der Steinaxt, aber da sind immer 1000 Dollar drin, die 1000 Dukes wert sind. Und mit 1000 Dukes kannst du tatsächlich relativ viel anfangen. Also könntest du theoretisch 3 Zeitschriften kaufen für die, keine Ahnung, 3 Minuten Arbeit an ATM. Das lohnt sich schon. Ja. Wenn du später eine Stahlhacke hast, haust du da 5 Mal drauf und hast 1000 Dollar. Ach, und hatten wir nicht auch, in den Städten waren doch auch diese roten Zeitschriftenkästen und so weiter, da waren ja auch immer einiges an Dings drin, ne? Ja, genau, und du hast ja noch die Briefkästen, alles, was du looten kannst, die Mülltonnen, die, dann ein Cracker-Book, wenn du Glück hast, findest du eins in der Stadt, ist natürlich abhängig davon, wie sie aufgebaut ist, die Stadt, aber, und dann hast du Massen an Büchern normalerweise. So. Mir braucht aber mehr Ausdauer. Woran hakt's? Ich habe kein Wasser. Ah, okay. Ich muss gleich mal nach Hause kurz. Ja, das macht so keinen Sinn mehr. Ab einem gewissen Punkt ist es tatsächlich so scheiße mit der Ausdauerregeneration, wenn man zu wenig Wasser oder Nahrung hat, dass es sich lohnt, nach Hause zu gehen, zu essen und wieder zurückzulaufen. Auch wenn es ein bisschen weiter ist, weil du echt nichts mehr regenerierst. Scamfin, guten Abend. Guten Abend. Übrigens, wenn du dann gleich zu Hause bist, kannst du zu mir gehen. Ich habe hier mit dem Loch schon Stein freigelegt. Ah, okay. Dann kannst du hier Stein kloppen. Jo. Jo, jo, dat. So, dann bauen wir mal eine Hordefalle. Ich habe ein bisschen mit den Hordenfallen rumexperimentiert. Ich muss sagen, sie haben tatsächlich ein bisschen was in der Version 1.0 geändert. Teilweise triggern die Horden oder sie nehmen Wege, die anders sind, wie sie früher waren, definitiv. Ist teilweise ein bisschen seltsam. Aber wir gucken mal. Okay, ich muss jetzt gleich was essen gehen. So, ich stelle jetzt schon mal her. A, schmeiße die Schmiede an. B, nehmen wir. Bin ich blind? Was suchst du? Ich hab's schon. Cobblestone-Herstellung. Okay, Metall kann hier dazu. Dann brauchen wir Holz. So, Pflasterstein. Dann sagen wir mal 800. So, 5 Minuten. So, 20.12 Uhr. Da gehen wir nochmal los. Bisschen Holz nehme ich noch mit auf den Weg. Machen wir ein bisschen wenig. Und dann bauen wir nachts, bauen wir die Hordenfalle dann einfach auf. Ich würde sagen, hier direkt auf dem Feld. Okay. Für die Tag 1 Horde. Oder für die Tag 7 Horde, ist aber die erste. Brauchst du den Lehm auch schon? Ach shit, ich wollte was trinken, deswegen war ich total. nee, sammel ruhig. Ich stelle jetzt gerade schon 800 Cobblestone, nee, 900 Cobblestone her. Das passt. Okay. Das reicht, glaube ich, sogar schon fast. Aber wir müssen eh für die nächste Hordenfalle brauchen wir es eh wieder. Also von dem her ist es relativ bewusst. Wann wir das zurückfarmen. Ich muss auf jeden Fall auch essen. Wo hast denn du... Wo ist dein Leben drin? Und die Kisten müssen wir nochmal umbasteln. Ah. Na, guck mal, hier ist auch schon wieder... Zwei Wasser sind auch schon wieder fertig. Ah ne, Wanni, das sind die Eiswürfel, die wir in den Sammler drin haben. Die Plane haben wir nicht drin. Dann kaufen wir die Plane beim Tukaini. Oh. Dann kriegen wir nicht die doppelte Menge Wasser. Oh, sehr gut. Ups. Ja, leicht, leicht verschaut. Ja, gut, ich pack den Lehm, den ich bisher gesammelt habe, mal in die Kiste, wo auch Elektro-Kits und so weiter drin sind. Ja, wir bauen dann eh noch ein bisschen um. Das gefällt mir nicht. Ich hätte ganz so sortiert, wie ich immer sortiere. Das ist eigentlich ganz für mich okay. Naja, also du hast auch einen Plan, wie wir sortieren können, aber sonst... Wenn ich sortieren wollen würde, brauchen wir auf jeden Fall deutlich mehr Kisten. Nee, dann sortieren wir nach meinem Ding. Da brauchen wir ein bisschen weniger. Schulen nicht vergessen. Stimmt, da findest du auch relativ viele Bücher. Kindergärten gab es auch, da war auch nicht schlecht, damals zumindest. Ich weiß gar nicht, ob es sie überhaupt noch gibt. Kann es auch sein, dass die Gebäude mittlerweile raus sind.
Ist ein bisschen länger, ja. Und wir müssen danach mal gucken, was wir alles jetzt genau an Werkzeug und so weiter verbessern können. Bist du noch zu Hause, Vanni? Ja. Kannst du mal kurz gucken, wie viele Tukes wir haben in der Verkaufenkiste? Mhm. Also ich meine, da auch noch mit drauf. Dann haben wir jetzt 4600 Dukes. Was? Moment. Geh mal buddeln, ich gehe kurz zum Händler. Dann gehen wir mal kurz shoppen. Geh mal buddeln. Geh mal buddeln, ich geh kaufen. Nee, dann kaufen nämlich die ganzen Zeitschriften plus die Plane gleich. Dann kann das schon mal Wasser in der Nacht durchlaufen. Und wir können nochmal in der Nacht vielleicht Rüstung neu bauen oder Handfeuerwaffen neu bauen oder was auch immer. Ja. Alter, 4600, oder die Waldfee. Ja gut, wir haben halt die erste Zeit echt nur gequestet, ne? Ja. Das reicht eine Weile. Wo ist mein Loch? Ich will mein Loch wieder haben. Wusste, ich hätte es mir markieren müssen. So, Pflastersteinblock. Da ist mein Loch. Als nächstes. Ach so, ich wollte ja mal gucken. Moin. I sell you food, but don't expect me to cook it for you. So, also. Wir haben Rifle-Gewehre, brauchen wir nicht. Samen, Fertigung von Samen, nicht so wichtig. Handwerksfertigkeiten, Schrotflinte, Erntewerkzeug und Handwerksfertigkeiten. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das wäre einmal Sammelwerkzeuge. Da haben wir tatsächlich den Schraubenschlüssel. Als nächstes in der Stufe 3. Ja, könnte man dann bauen. Erntewerkzeuge auf jeden Fall. Da sind wir nämlich extrem low. Aber wobei, wir haben eigentlich, ganz ehrlich, wir haben 4000. Wir können alles mitnehmen. Es ist aber jetzt nicht so. Erntewerkzeuge, könnte das nicht besser ich machen, wenn ich auch vom Landleben und so weiter habe? Nee, das betrifft. Das macht. Also, ich habe halt schon die Bücher. Wäre jetzt doof, das zu swappen. Das ist halt für Äxte, Spitzhacken. Hat jetzt nicht wirklich was mit Landwirtschaft zu tun. Das Samenbuch wäre für Landwirtschaft, dass du Samen herstellen kannst. Ich bring dir mal noch zwei. Ich bring dir mal noch ein Kochbuch mit. Sammelwerkzeug. Drei Bücher. Wie viel haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch 2000. Ja, wir haben eigentlich genug Kohle, ganz ehrlich. Scheiß drauf. Hast du die Plan gekauft? Ah, warte mal, stimmt, die Plane kaufe ich zuerst. Das ist nur eine, die wir kaufen können. Und Blaseball kaufen mal für 1500, dann macht die Schmelze schneller. Mhm. Dann sind wir eh, dann ist das Geld da nichts weg. You gotta be the dumbest son of a bitch I've ever seen. Can't you see, we're overstocked on those? Thank you. Oh, dann haben wir es sinnvoll investiert. Blaseball kriegst du nämlich relativ spät tatsächlich erst. Ich markiere dann gleich mal hier, da wo ich gebuddelt habe für uns, weil wie gesagt, ich habe hier unten schon Stein erreicht, da kann man dann Steine Guck mal, fahren. Dass du jetzt dann gleich erstmal heimkommst, weil wir haben gleich 22 Uhr, dann sind die Zombies schnell. Ja. Und dann machen wir erstmal zu Hause schnell, aber dann den Rest von der Nacht bauen wir dann die Horde verletzt haben. Mhm. Ja, ich habe ja direkt, fast direkt neben unserem angefangen zu buddeln. So, Wassersammler, Plane rein. So, jetzt sind es nämlich zwei Einheiten, zwei und zwei Einheiten. Geil. Statt einer. So, moinsen. So, 65 Dukes sind übrig geblieben. So, Blaseball rein. Damit schmilzen wir das Zeug schneller ein. So, dann haben wir einmal Erntewerkzeug. War ich verantwortlich für alles, oder? Ja, wenn du da geskillt hast. Hast du guck mal, ob du Erntewerkzeug mehr wie zwei hast. Ich habe nur zwei. Mhm, warte. Reparaturwerkzeug habe ich 5 und Sammelwerkzeug 11. Warte, Holla. ich komm dann jetzt erst zurück. Habe ich Sammelwerkzeug gekauft? Soll ich eigentlich hier dann eben kurz den Baublock wegnehmen, dass uns die Zombies nicht reinhüpfen können? Nee, lass ruhig, da kommen nicht so viel. Elektrik. Ach Gott,
Gott, ja, du hast Hunger. Hier ist dein Kochbuch. Ey. Und guck mal wegen dem Erntewerkzeug. Mhm. Wo steht da? So, Speerstufe 6. Oh, Erntewerkzeug habe ich 1. 1, ich habe 2. Willst du das machen? Kann ich gerne machen. Dann hier. Kürbisbrot und Blaubeerkuchen. Steinwerkzeug freigestaltet, Qualität 2. Gut, ich bin hier auch gerade, aber wegen dem einen Buch ist es egal, dann kannst du das machen. Dann musst du dann immer Schaufel und Axt und später Spitzhacke und so weiter dann alles dementsprechend craften. Okay. Gut. Wir haben fast 2000 Leben. Das kann hier hin. So, dann gucken wir mal. Also, Speerknüppel machst du selber. Pistole habe ich die bessere. Schrotflinte. Schrotflinte selbstgebaut, Stufe 3. Das würde sich schon mal lohnen, glaube ich. Dann Schrotmunition können wir erstmal in die Werkbank haben. Wie sieht's da eigentlich aus? Blöde Frage. Arbeitsstationen, Schmiede sind wir erst. Bei 1 noch, dann hätten wir die Werkbank. Eine Arbeitsstation buch. Bitter. Aber okay. Fahrzeug hast, glaube ich, auch du genommen. Ja, als nächstes brauchen wir tatsächlich das erstmal. Fahrzeuge hast du. Bin ich mir recht sicher, weil ich habe da noch gar nichts. Fahrzeuge habe ich 1 von 100. 1? Mhm. Hä? Ich habe auch 1? Wir haben noch gar nichts in Fahrzeuge? Anscheinend nicht. Dann, warte mal. Ja, dann skill ich in Fahrzeuge noch zusätzlich, weil ich eh schon auf Intelligenz was habe. Wir brauchen wir 2, oder? Ja, Level 2 Intelligenz. Das skillen wir hier mal auf Fahrzeuge. Mit dem nächsten Skillpunkt. Okay. Gut, die ersten Steinchen habe ich. Rezepte, Pflasterstein, Block 47. Rest in Peace, danke, dass die Sounds überhaupt noch funktionieren. Aber wir sterben heute nicht. Keine Panik. Was wollte ich jetzt? Ah ja, du kannst mal gucken, dass du Beete herstellst. Ja, ja, bin ich gerade dabei. Wo okay. Ich gerade nicht. Die Pflanzen sind fertig. Also die Kartoffel zumindest und der Mais hier vorne ist fertig. Okay, die Hordenfalle bauen wir aus Pflastersteine. Dann Holzknüppel bist du. Was haben wir noch? Die Schrotflinte wollte ich bauen. Dafür brauchen wir Rohre. Und wir brauchen Kleber. Selbstgebaute Schrotflinte Stufe 3. Wo hast du das Nitrat? In der, normalerweise in der Essenskiste. Ja. Nee, es war... Oder in der anderen. Ich baue gerade Kisten zum Sortieren. Okay. Alles gut. Ich glaube, das Problem brauchte ich dafür. So, Rüstung kann ich keine bessere bauen. Wie sieht es mit Modifikationen aus? Klauenhammer, nö. Schraubenschlüssel Stufe 2 ist interessant. Stufe 3 wird interessant. Rest ist nicht freigeschalten. Modifikation kannst erst alle Werkbank wieder bauen. Ja, war ja klar. Nö. 3 Felder kann ich noch bauen. Okay, ja, bau die ruhig. Das Scheiß ist halt, dass ich noch samentechnisch überhaupt nichts machen kann. Ist egal. So, was haben wir denn jetzt hier? Also, wir haben hier... Wobei, fangen wir tatsächlich hier an. Das hier ist nicht Medizin, das ist... Verarbeiten. Alles. Dann ist hier... Mods. Med. Das ist eh zumindest klein. So, alles. Mun, Mods, Med. Hier ist Essen. Essen. So. Das hier rüber. So, einmal das hier.
So, und ich wundere, ich sortiere gerade die Kisten um. Okay. So, das hier ist verkaufen. Die Kiste kann... Guck mal, kannst du die... Achso, mach mal... Nee, mach erstmal dein Ding. Bist du eh gerade beschäftigt. So, Essen. Was kann ich? Die Kiste hier zerklöppen. Die Essenskiste kannst du auch zerrupfen. So, alles ist leer. Dann haben wir das hier. So, Essen, Medizin, Mods und Waffen. Munition und Mods. Muni, Muni. Wobei, die brauche ich. Mods. Okay. Ah, guck mal, wir können noch zwei Wassersammler bauen. Wir hätten genug Material für zwei Wassersammler sogar noch. Oh, geil. Okay. Grass, Öl. Hast du noch irgendwo... Warte, Essen? Da ist Schmutzwasser. Das haue ich dann nämlich hier direkt nochmal wieder rein. So, meine Sortiererei, was ich hier gerade mache, ist ein bisschen eigenwillig. Ich weiß, dass das nicht hundertprozentig passt. Ich kann es aber gleich klären, was ich genau gemacht habe. Alles. Achso. So, also, wir haben eine Alleskiste. Da kommt alles rein, was du nicht irgendwie für Munition, Medizin oder Essen brauchst oder zum Verkaufen ist. Also wirklich alles andere da dementsprechend. In der Munition- und Modskiste kommt alles rein, was man zur Munitionherstellung braucht und was Munition betrifft und was Waffen betrifft, Munitionsteile und so weiter. Waffenparts kommt da alles rein. In die Medizinkiste kommt medizinischer Stuff rein. In die Essenskiste kommt Essenszeug rein. Plus aber auch sowas wie Knochen für die Herstellung von Kleber. Also alles, was man beispielsweise am Lagerfeuer braucht, ist in der Essenskiste drin. Und dann ist das Ding eigentlich so grob sortiert. Ich habe jetzt auch alle, also sowas wie Nitrat habe ich in die Essenskiste geschmissen, ne? Ja, genau. Ja, für die Beete. Ja, hauptsächlich. Und, brauchst du es zwar auch für Muni, aber lass es ruhig in der Essenskiste drin. Verrottetes Fleisch hab ich auch da reingeschmissen. Ich fange mal an, unsere Hordenfalle zu basteln. Okay. Wo basteln wir die hin? Hier hin. So ein... Ein Zombie! Manni! Hier gibt's Zombies. Ui! Ja, ich hör's. Das hört sich an wie der, Oh! Du bist der ist oben bei dir. Ja, ja, der kommt zu dir. Schaffst du das? Das ist ein Dicker. Merk ich. Oh. Lauf zu mir, lauf zu mir. Spring runter, spring vom Dach, spring vom Dach, spring vom Dach. Lauf in meine Richtung. Ja. Geil, infiziert. Scheiße. Ist egal, wir haben genug. Lass die arme Wanni nur! Ey. Ja! Ein Fertigkeitenpunkt. Level 9. Guck mal, dass du hochgehst. Und mach die Türen zu vom Wohnwagen. Da kommt nämlich schon der nächste angebankt. Dein. Und guck mal, ich glaube, wir haben genug Verbände, dass du dich hochhältst mit den Heilverbänden. Na, gehen die Heilverbände bei Infektion? Nee, aber wir haben Honig. Den Honig für die Infektion. So, warte mal. Wir müssen das Ding auf 2 bauen. Das heißt, ich brauche 2 und dann brauche ich einmal das hier. Wir müssen ein bisschen größer bauen tatsächlich, aber das macht ja nichts. So, das hier wird dann praktisch das, worauf wir stehen. So, 2. Ich würde auf jeden Fall 3. Hochbauen wir es auf jeden Fall. Safety first.
Höher brauchen wir aber gar nicht gehen. Wir werden dann sowieso irgendwann das Biom wechseln. Du kannst gern da bleiben. Mit dir kann ich dann die Falle gleich testen. Bleibe so da, bleibe so da. So, dann brauchen wir Pfosten. Mittlerer Pfosten. Das ist der hier. Fortgeschritten drehen. Ich brauche jetzt noch einen Punkt im vom Landleben. Dann bin ich da komplett ausgeskillt. Und kriege... Was stand hier? Verdreifache die Ernte von wilden oder angepflanzten Feldfrüchten. Ja, einwandfrei. Einwandfrei. So, dann packen wir das Ding hier ran. Ja, du dahin. Du dahin. Du dahin. Du dahin. Du dahin. Du dahin. So, dann. Du da, du da, du da, du da, du da. Dann brauchen wir Trappen. Nein, da war es schon. Zu weit gedreht. Einmal so. Einmal so. Einmal so. 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 Zombies kommen, rennen hier hoch. Zombie. Zack, tot. Ich wäre ein guter Zombie. Ich will gucken. Ich will gucken. Nein! Wieder falsch gedreht. So, einmal hier. Dann haben wir das Eck. Einmal hier. Upp. Einmal hier. So. Gut. Das macht es ein bisschen leichter. Vorsicht, hier rennen noch Zombies rum. Oh. Mhm. Und dann hier ist super balanciert. So. Ja, Moment. Jetzt kommt Trick 17. Wir brauchen Falltüren. Können wir, stell dich mal neben mich. Reicht das so? Jeder kriegt eine Bahn praktisch und wir stehen hier und hauen die dann platt. Ja, ne? Gut, dann baue ich nämlich hier die Wände schon mal. Ist ein bisschen eng und kuschelig, aber es geht schon. So, wir brauchen Klappen, heißt die Dinger hier übrigens. Nicht Falltüren. Eisenklappe. Dafür brauchen wir geschmiedetes Eisen 20 insgesamt. Okay. Hast du dabei? Oder soll ich holen? Das ist kein Problem. Nö, können wir gleich mal. Die Falle ist im Grunde sind wir schon fertig. Also, ich habe keine, jetzt habe ich keinen Pflasterstein mehr. Wir brauchen noch ein bisschen Steine und wir brauchen noch ein bisschen Lehm. Aber im Großen und Ganzen sind wir tatsächlich schon fast fertig. Das reicht zumindest für die Horde, soll das mehr als ausreichen. Gucken wir mal. So, Tür auf, Tür zu. Okay, Essen. Deine Infektion ist weg, oder? Ja, ja, ja. Ist weg. Perfekt. So, Rüstungsdinger brauchen wir später erst. Dann haben wir das hier. So, das haben wir hier. Jo. Immer her mit. So, zweimal Klappe. Ja, warte. Ich bin gerade am Machen. So, die Schmiede. Camping-Schule, die glaube ich nicht. Der brennt einfach nur durch. Okay, verkaufen Kiste ist auch noch ein bisschen was drin. Die Schrotflinte können wir irgendwann mal laden. Tag 6 haben wir schon. Jui. Warte. 83, 84, 85. Da. Pflasterstein. Rezept. Reicht das oder soll ich nochmal machen? Nee, wir brauchen noch mehr. Warte mal, wir haben noch Lehm, haben wir noch 2000. Wir brauchen Steine, Vanni. Wir müssen Steine kloppen. Ja, warte. Ganz viel. Oh Gott, ich muss ganz dringend was essen. Pflasterstein ist 86 normal. Die Klappen sind gerade in der Produktion. Dann brauchen wir noch eine Tür. Da reicht eine stinknormale. Aber wir nehmen eine Doppeltür direkt aus Holz. Doppeltür. Fertigen. Und damit haben wir die Hordenfalle fertig.
Easy. Wir können noch ein paar Spitzen mit dazu bauen. Nicht, dass wir es bräuchten, aber 66, wir können mehr als genug davon craften. Machen wir mal 20 Spitzen noch am Ende. Aber jetzt ist meine Leiste voll. Wir brauchen Werkbank, das wäre wichtiger. Hallo. Zombie. Okay. Skillpunkte haben wir gerade keinen zur Verfügung. Das ist schade. Kann ich mal ganz kurz reingucken. Wir sind bei Speere Stufe 3. Speer soll noch was reinmachen. Schnelligkeit haben wir sogar schon geskillt. Sammler wäre ein guter Punkt. Aber wir müssen jetzt erstmal in Auto skillen, damit wir da tatsächlich vorwärts kommen. Sonst haben wir dann später ein Problem. Ach, ist sie nicht hübsch, unsere Ohrenfalle? Ist sie nicht wunderschön? Entschuldigung. Nein, meine. Pia, ich wünsche eine gute Nacht. Und ein schönes Restwochenende. Wobei, es hat erst angefangen. Wir haben 15 Stahl. Okay. Dann gehen wir nochmal in die Farm. 1.30 Uhr. Die Nacht dauert echt lange. Ja. Würdest du Steine farmen gehen? Ich gehe Steine. Ja. Ja, warte. Siehst du da? Habe ich die geteilt? Da, wo Loch steht? Bitte was? Da, wo auf der Karte Loch steht. Da ist nein, Manni. Nein, sehe ich nicht. Warte, ach shit, ich habe die Falle daneben. Oh, das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Da, jetzt siehst du. Ja, ich stehe. Das Problem ist, ich habe die Falle direkt daneben gesetzt. Ich hält. Dann, wenn die Zombies da reinlaufen, ist doch auch in Ordnung. Nee, ja, die kloppen dann mich gegen den Erdboden die ganze Zeit und sammeln sich in dem Loch, das eher. Warte mal, wir machen da Erde drüber. Ja. Wir können das Loch so zwar behalten, aber wir müssen eine Schicht Erde drüber kloppen oder sowas, dass sie nicht versuchen, da reinzulaufen. Weil die kloppen dann durch die Erde. Ja, 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 stimmt. Wie wird die Horde getriggert? Hier, die kommt automatisch Tag 7. Um 22 Uhr kommt die Horde. Deswegen heißt das Spiel 7 Days to Die. Es gibt aber auch Wanderhorden, die kommen immer per Zufall. Und es gibt Hundehorden, es gibt Geierhorden, es gibt Bärenhorden, es gibt Mischhorden. Immer mal wieder und die kommen random. Und im Gegensatz zu Scum funktioniert das hier alles. Ja, du hast irgendwas gemacht. Ich habe 400 Erfahrungspunkte erhalten. Mhm. Ja, ich hab eine Trolle erledigt. Eine Trolle. Mhm. So. Pflastersteine. Ah, guck mal, meine Tür und alles ist fertig. Geil. Können wir direkt weiterbauen. So. So. Einmal die Tür. Bam. Okay. Dann brauchen wir die Pflastersteine. Beziehungsweise die Klappen. So. Warte mal, das war. Oh, wieso sieht das. Ah, doch, passt. So, einmal, zweimal. So, jetzt brauchen wir die Dinger hier. Formen. Dann brauchen wir. Da sind sie. Die Dinger machen wir fortgeschritten drehen. Und. Jo. Einmal so und einmal. So. Also, die Klappen kommen hoch. Damit ist hier unten dicht. Zusätzlich, wenn ein Zombie kommt. Bam! Testen wir gleich mal. Wir suchen uns irgendwo einen Zombie, den triggern wir. So, jetzt müssen wir hier noch Leitern hinbauen. Die können wir aber aus Holz bauen. Und zwar zwei Stück. Eins. Zwei. So. Wir kommen hoch. Zombies sollten die leider nicht nutzen können normalerweise. Testen wir aber gleich. Außer sie haben es geändert. Also mein Wissen passiert dann noch auf der alten Version. Deswegen müssen wir mal gucken.
wie das sich alles verhält. So, dann verstärken wir die ganzen ein bisschen noch um einen Block und dann sind wir definitiv safe. Und zwar machen wir das Folgendes. Wir bauen nämlich das Ganze einfach gespiegelt nochmal nach in die andere Richtung. Und zwar so. So, das wird hier nochmal dran gekloppt. Hier bauen wir einfach nur, weil es schöner aussieht, nochmal halbe Blöcke ran. Die sind nicht vorhanden. Doch, da. Kann man die Briefkästen nicht mehr looten? Die sind wahrscheinlich gelootet schon. Wenn die offen sind, sind die schon gelootet. Okay, und dann wird da auch nicht mehr angezeigt, so von wegen bereits leer. Doch, eigentlich schon. Das krieg ich nämlich nicht mal. Deswegen die Frage, ob mit irgendeinem Patch jetzt auf einmal die Teile... Das weiß ich nicht. So, wir haben Nebel, das ist ganz geil, weil ich versuche, einen Zombie hierher zu locken. Oh, soll ich... Die? Nö, alles gut, Baby. Ich will schon irgendwo einen finden. In der Stadt, doch habe ich auf jeden Fall einen gesehen. Ah, ist ein bisschen weit. Da ist ein Reh. Ah, und da hinten ist ein Zombie. Ja, Fleisch. Das Reh habe ich. Geil, Fleisch. Fleisch. Oh, ich habe auch den Zombie. Hallo, komm mit. Man folge mir auf. Du hast jetzt nicht meinen Reh kaputt. So, Zombie kommt. Natürlich frisst er meine Reh. Lass das! Wie sieht's mit versorgungspflichtig aus? Hör auf, meine Reh zu fressen! Unser Reh! Die frisst mein Reh auf! Reißt. Hörst du auf? Böse Schwester! Böse! Schöne Reh! Ja, natürlich, ja, jetzt nur noch 7 Fleisch rausgehen. Ah! Frech. Oh, Horde! Huch! Oh oh. Okay, gut, dass die Hordenfalle fertig ist. Hier ist eine Horde. Cool. Ah, komm, shit happens. Hallo! Ja, komm her zu mir. Komm zu mir. Guck mal. Können wir gleich testen. Also, Tür zu. Die kommen jetzt aber nicht die Leitern hoch, oder? So, guck, die kommen alle hier hochgerannt. So, ich stelle mich jetzt hier hin und mach so. Eins tot. Achso, ich hab oben. Ja, das ist natürlich ein Problem. Alles in Ordnung. Nein. Ich hab vergessen, das Dach reinzuzimmern. Sind Vögel da? Nee, aber die springen gerade drüber. Alles gut. Das Schöne ist. Durch die Konstruktion fallen die automatisch nach unten. Ich bin ja nicht bescheuert. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Ab und zu hauen sie mal hier dagegen. Ja, ich hätte das Dach noch reinziehen sollen, aber mir ging die Pflastersteine aus. Okay, ich bin infiziert, aber es funktioniert auf jeden Fall. Horde besiegt. Und ich bin halb tot. Aber gut. Ich verbuche das trotzdem als Sieg. Und ich konnte die Hordenfalle testen. Geil, 8 Stahl. Immerhin. Loothalle fallen lassen. Die Horden übrigens droppen tatsächlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Loot wie normale. So. Aber es funktioniert. Und sie haben zwar jetzt hier dagegen gehauen, aber hier beispielsweise minimals Schaden angerichtet. Wir haben auf jeden Fall noch einen Honig. Ja, den brauche ich gleich. Aber ich mache jetzt nochmal ein bisschen Pflasterstein. Vor allem Blöcke und dann, dass wir nämlich noch einen Deckel drauf kriegen, weil die sind jetzt gerade praktisch über die Falle drüber gesprungen, weil das Dach fehlt. Aber okay. Es hat einwandfrei funktioniert. Also wir haben in der Horde haben eigentlich kein Problem. Wegen den Horden und Pünktchen, Spawn und Puppets ist meine Scum-Spielzeit runtergegangen. Fand es vorher geiler. Ja, war es auch. Ich habe auch erst wieder drüber nachgedacht. Ich habe mir gedacht, okay. Schön war es, wo die Puppets einfach nur im Gebäude lagen, tatsächlich. Die dann geweckt worden sind. Das Spiel hat mir so viel, viel besser gefallen. Es hat viel mehr Spaß gemacht, durch die Stadt zu rennen. Klar, du wusstest irgendwann genau, in welcher Ecke welcher liegt und so weiter und so fort. Das hat trotzdem weitaus mehr Spaß gemacht, das Spiel. Wie mit dieser blöden Hordenmechanik. Es war einfach schöner. Ja.
Ah, schön. Komm, die Falle gleich testen. Immerhin. Steinisch kann ich auch in die Alleskiste schmeißen, ne? Ah, da kommt, ja, kommt alles rein. Ja, du kannst auch, weißt du, dass du es schnell sortieren oder schnell übertragen kannst? Ja, ja, ja. Okay. Mhm. Weil wenn eine, das ist der Vorteil, wenn einmal alles drin ist, stackst du das Zeug einfach nur noch hoch. Mhm, ja, ja. Schnelle Entleerung des Inventars. Ja. Bisschen geiler ist es noch bei Crowned, da stellst du dich in deine Basis rein, drückst, glaube ich, die Taste N war's, und es wird automatisch alles in die Kisten reingelagert. Das war geil. Ja, wenn du die entsprechenden Kisten auf jeden Fall gebaut hattest. Ja. Das war eine bestimmte Kiste, oder? Nee, das ging dann mit allen, aber der Gegenstand musste einmal vorhanden sein, oder dann hat er automatisch sämtliche Kisten gefüllt, einfach nur in deiner Base, in einem Umkreis um dich herum. Das ist so Quality of Life-mäßig göttlich. Ja. Soll ich mit abbauen? Eigentlich? Nee, ich bin im Grunde fertig. Ich habe jetzt genug Steine, dass wir den Deckel draufsetzen können. Und der Rest, man hat es ja gerade gesehen, das passt. Wir können es noch. Ich ziehe noch eine Verstärkung außenrum um die komplette Falle. Und das war's im Grunde. Das Loch müssen wir noch abdichten. Da müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Aber vielleicht mit Holzblöcken. Das könnte schon. Eigentlich mit Holzblöcken reicht schon. Siehe, die Schicht, die hat gefehlt. Hast du übrigens mitgekriegt, ja, wohl, weißt du garantiert, oder dass man XP-mäßig besser damit bedient ist, wenn man die Billow-Blöcke macht und die dann ständig aufwertet? Ja, aber es ist mir zu nervig. Ich weiß, aber es ist mir zu nervig. Ich baue lieber gleich, vor allem, ich weiß eh, wie ich die Falle bauen möchte, deswegen. Es ist auch besser, wenn du die erstmal aus den Standardblöcken baust, weil du die ja immer wieder abreißen kannst. Aber da ja. Ich genau weiß, was ich möchte. Finde ich so effizienter, weil ich, bis ich das Zeug aufgewertet habe, dauert einfach. So, jetzt ziehen wir hier nochmal eine Schicht außenrum. Dann haben wir es im Grunde. Ein paar Steine und ein paar Pflastersteine brauchen wir noch, aber nicht viel. Pflastersteine. Vor allem, wir haben noch einen kompletten Tag Zeit. So, 4 Uhr, ab zum Händler. Okay. Missel, guten Abend. So, übrigens, es müsste jetzt Wasser in den Dingern wieder auch sein. Also, wir sollten schon wieder Wasser haben. Ja, ich hab zwischendurch okay. Wasser rausgenommen. Da ist jetzt auch ein bisschen Essen und ein bisschen Wasser. Sehr gut. Ja. So, dann übertragen wir mal. Ich habe wieder ein bisschen was zum Verkaufen tatsächlich auch. Munition. 24 Schuss für deine Waffe ist schon wieder. Ich habe 45 habe ich in die Dingskiste reingeschmissen. In die Munitionskiste. Ja. Okay, genau. Wo ist der Honig? Ist bei Medizin. Benutzen. Mhm. Ich habe noch Schürfhündchen, das ist aber schon verbunden und ich habe Hunger. Fleisch. Wie gesagt, ich wollte gerade sagen, ich habe, glaube ich, ein bisschen gegrilltes Fleisch gemacht und Maisbrot. Bringt aber beides nur 10 Nahrung. Ja, aber es ist okay. Kannst dich von Maisbrot, kannst du dich im Spiel ganz gut ernähren. Wenn du dann später Eier mit Speck hast, ist es geil. Ich wollte gerade sagen. Aber wie gesagt, also sowohl das gegrillte Fleisch als auch das Maisbrot bringt beides nur 10 Nahrung. Also, das ist egal, was ich gemacht habe. Ich habe mir gerade mein Bein Was? Toll. Ich habe eine Schiene. Nee, ich glaube, Verstauchung ist das, was du nicht schienen kannst, oder? War das nicht der Blödsinn? Dein Bein ist verstaucht und macht dich langsamer. Dies wird einige Zeit zum Heilen brauchen. Springen oder Sprinten verzögert die Heilung oder könnte dich verletzen. Zudem können kritische Treffer zu einem gebrochenen Bein führen. Deine maximale Gesundheit ist genau das ist das, was du nicht schienen kannst und wo du 9 Minuten praktisch nichts mehr machen darfst. Geil. Ich habe in 476 Metern beseitige Zombies. Jo, warte, ich komm kurz. Ich spring weiterhin vom Dach, ist mir egal. Ja, aber gut, wenn ich die annehme, dann siehst du die doch auch, oder? Ja, nimm an. 400 Meter ist okay. Ja, hab ich bekommen. Aber ich gehe kurz auch verkaufen. Okay. Ja. Tag 7, morgen gibt's neuen Stuff von ihm. Huch! Hallöle. You're welcome here if you again? What? You got a fucking crush on me or something?
So, 300 Tukes habe ich nur einstecken. Tea, huh? Well, maybe you should try Shamway. Der hört sich ein bisschen an wie Trump. So, wo ist denn die Säubern? Ganz da hinten wieder. Okay. Dann let's go. Man muss meine Handfeuerwaffe bald reparieren. Die Horde hat relativ viel Munition gerade ja, wobei, 40 Kugeln. Passiert.